Moin! Jo, mal wieder ein Für-Umme-Video und heute mal ein feststehendes Modell. Das passiert bei den Für-Umme-Videos ja nicht so häufig. Und zu verdanken habt ihr das in allererster Linie dem Stony, dem Thomas. Ihr findet einen Link zu Stonys Kanal in der Videobeschreibung. Der Stony hat mir vor einiger Zeit ohne Ende Messer zugeschickt und die werden jetzt nach und nach an euch rausgehauen. Viele davon haben schon neuen Besitzer gefunden. Ich hoffe, die Leute haben Spaß mit ihren Teilen und ebenso hoffe ich auch, dass dieses kleine, so klein ist es gar nicht, aber dass dieses Schätzchen hier ebenfalls in Hände kommt, die es sowohl zu schätzen wissen, wie auch, dass dort der Umstand herrscht, dass dieses Messer dann auch benutzt wird. Gleich vorab sei noch gesagt, die Lederscheide hält das Messer nicht besonders sicher. Also wenn ich hier ein bisschen fester schüttel, ist durchaus die Gefahr gegeben, dass das Messer rausfällt. Da muss man wirklich noch mal gucken, ob man die nass nachformen kann, anpassen kann. Da kenne ich mich nicht mit aus, was es dafür für Möglichkeiten gibt. Einfach, dass die besser drin sitzt. Das sei aber mal gleich erwähnt. Ansonsten aber, ich erwähnte das gerade schon, ist das hier wirklich, wirklich ein Schätzchen. Wir haben ein eher kompakteres Modell. Ich werde mal gucken, dass ich euch ein paar der Daten, der technischen Daten in die Videobeschreibung reinpacke. Bei Interesse checkt ihr die mal aus. Wir haben hier ein Outdoor-Messer, so eine Art Fahrtenmesser, das in Halbintegral-Bauweise gefertigt wurde. Das ist also wirklich ein durchaus sehr qualitativ hochwertiges Messer. Verbaut wurde der 440C-Stahl. Wir haben einen vollen Flachschliff und die Klinge ist auch wunderbar fein ausgeschliffen. Ich bin mir sicher, da erzielt man tolle Schneidergebnisse mit. Beim Holz bin ich mir nicht sicher. Das könnte Walnussholz sein. Ist ein richtiger Handschmeichler. Sichere Handlage durch den Guard. Die Fingermulde. Meine Hand ist zu groß, die passt nicht wirklich. Kleinere Hände dürften aber durchaus ihre Freude mit dem Teil haben. Ja, und wie schon erwähnt, ich hoffe, es kommt in Hände, die dieses Messer zu schätzen wissen und dann auch benutzen werden. Jo, um dabei zu sein, müsst ihr wie immer nicht viel tun. Einfach einen Kommentar hinterlassen, dass ihr Bock habt, dabei zu sein, dass ihr Interesse an dem Messer habt. Dann lasse ich die Verlosung wieder circa eine Woche laufen, werde dann den Gewinner ermitteln, jo, und den dann auch über die Kommentare anschreiben. Und wenn er mir dann seine Adresse mitgeteilt hat, dann geht dieses Modell hier für Umme an ihn raus. Jo, Stony, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Wirklich ein sehr, sehr schickes und mit Sicherheit auch hochtaugliches Messer. Alles klar, das war's dann von mir. Jetzt seid ihr gefragt. Bei Interesse, tackert was rein in die Kommis. Und ich verbleibe wie immer mit bleibt gesund, Peace, ich bin raus.